Willkommen, willkommen aus Budapest. Mein Name ist Balázs und ich habe hier heute das Huawei P30 Lite für euch. Ich habe letzte Woche euch schon ein bisschen was dazu erzählt, denn es wurde hier offiziell vorgestellt. Jetzt kommt es auch langsam in den Handel. In 2 Wochen könnt ihr es schon in der Hand halten. Ab Anfang Mai ist es nämlich dann auch schon in 3 Farben verfügbar. In Weiß, Schwarz und in dem schönen Peacock Blue, wie ich das hier zum Beispiel in der Hand habe. Das ist ein Unboxing-Video, also schauen wir uns an, was in der Verpackung ist. Es werden keine allzu großen Überraschungen dabei sein, aber ich kann euch ein bisschen noch auch was zu meinem ersten Eindruck erzählen, denn ich habe ein paar Fotos hier gemacht. Wir haben nämlich eine super 48 Megapixel Kamera mit dabei, mit der man schön zoomen kann. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir mit der Front kann man nicht nur schöne Selfies machen, sondern auch noch ein paar coole Funktionen, da später per Software-Update es dann dazu geben wird. Und außerdem haben wir ja einen riesengroßen Bildschirm und auch einen mittelgroßen Akku hier beim P30 Lite hier mit dabei. Also falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, legen wir jetzt erstmal los mit, was kriegen wir hier in der Box von Haus aus mit dazu und was müsste man über das P30 Lite denn so wissen. Also, Huawei hat das P30 Lite 2 Wochen, nachdem das P30 und P30 Pro vorgestellt wurden, in Paris jetzt hier auf den Markt gebracht. Wir haben hier ein ähnlich schönes Design hinten mit einer Triple-Kamera-Lösung. Einmal 48 Megapixel, einmal 8 Megapixel und einmal 2 Megapixel. Die 8-Megapixel-Kamera ist für den Weitwinkel zuständig. Wir haben ultraweiten Weitwinkel hier bei der Huawei P30 Lite-Lösung hier mit drin. Weiter als das P30 Pro und auch als das P30. Und die letzte Kamera, die 2-Megapixel-Kamera, ist für die Tiefenunschärfe zuständig, damit wir, wenn wir ein 48-Megapixel-Foto machen, dann auch noch ein bisschen Tiefenunschärfe haben, zum Beispiel für solche schönen Hintergründe wie hier in Budapest. Also, wir haben hier das P30 Lite in der Hand in Blau. Packen wir es das mal aus. Als erstes, wie ihr sehen könnt, kriegen wir natürlich gleich das Gerät. Hier in so einer schönen kleinen Folie drin. Auch wie immer die Rückseite noch abgeklebt. Die Folie hinten machen wir natürlich ab, wobei hier auch drauf steht, dass wir hier auch 2 SIM-Karten einlegen können. Dazu machen wir auch jetzt mal hier den SIM-Karten-Slot auf. Da seht ihr, wir haben 2 SIM-Karten-Slots, 2 Nano-SIM-Karten-Slots oder eine Micro-SD und eine SIM-Karte, je nachdem, ob ihr den Speicher erweitern wollt. Den müsst ihr allerdings gar nicht erweitern, denn wir haben ja hier 128 GB internen Speicher mit dabei und 4 GB RAM. Das ist etwas weniger als bei den Pro-Varianten, aber wir zahlen ja hier weniger als die Hälfte, wenn wir das Pro P30 nehmen würden, hier für das Lite und haben trotzdem ein super schön großes Display. Das seht ihr jetzt hier vorne, 6,15 Zoll mit der gleichen Auflösung wie bei den anderen Geräten, aber wir haben hier nur ein LCD-Display, kein OLED-Display, also ein bisschen heller für schöne sonnige Tage, aber dafür dann nicht so vibrante Farben vielleicht wie bei den OLED-Displays, die wir bei den P30 und P30 Pro haben. Wir haben 84% Display-Body-Ratio, also das Display ist fast das ganze Gerät sozusagen vorne und der Fingerabdruckleser ist nicht in dem Gerät drin wie beim P30 und P30 Pro, sondern er ist hinten, habt ihr gerade schon gesehen, wo ich die Folie abgezogen habe, hier neben den Kameras. Kameras habe ich die Auflösung schon erwähnt, aber vorne habe ich es noch nicht erwähnt. Vorne haben wir eine 24 Megapixel auflösende Kamera, auch hier sehr schöne Selfies lösbar und auch hier mit AI-Technik drin. Also wir haben sowohl hinten wie als auch vorne AI, heißt wir haben hier den Kirin 710. Prozessor hier mit drin in dem P30 Lite. Heißt, wir können hier wunderbar sehen lassen, dass wir im Hintergrund zum Beispiel einen blauen Himmel haben und Wasser. Heißt, die AI nimmt dann natürlich das Bild und bessert das ein bisschen aus hier bei dem P30 Lite. Wenn wir Fotos, Kinder oder so ähnliches fotografieren, dann ist der Fokus viel schneller vorhanden und wir können viel schärfere und schönere Bilder schießen. So, jetzt aber zum ersten Eindruck. Ich habe es schon eingerichtet. Das geht ganz schnell, wenn ihr kein älteres Gerät synchronisieren wollt, aber wenn ihr ein iPhone oder ein anderes Android-Gerät habt, könnt ihr es per Kabel anstecken und synchronisieren. Ihr könnt euch auch bei dem Online-Huawei-Account anmelden, um euer altes Huawei-Gerät zum Beispiel zu importieren, wenn ihr schon ein älteres Huawei benutzt habt. Und dann könnt ihr gleich loslegen mit der Android 9 Oberfläche, EMUI 9.0.1, hier mit dabei, also die aktuellste Software-Version, die es gibt, hier bei dem Huawei P30 Lite. Und wir haben auch hier auf dem schönen großen Bildschirm, wie ihr sehen könnt, alles ganz schnell am Laufen. Ich mache mal kurz die Kamera auf, dann seht ihr auch hier, wir können sofort anfangen, Bilder zu schießen. Hier am Seeufer zum Beispiel, wir können ranzoomen, aber wir können zum Beispiel nicht zoomen, wenn wir 48 Megapixel auflösen wollen. Die normale Auflösung ist bei 12 Megapixel. Wieso ist das? Ganz einfach, Huawei probiert so viel Licht, wie es geht, mit der Kamera einzufangen. Und wenn wir einfach 4 Pixel nebeneinander nehmen, dann fällt einfach mehr Bild drauf auf die gleiche Pixelgröße bei 12 Megapixel, als wenn wir 48 Megapixel benutzen würden. Und so können wir schönere Bilder schießen, aber dann natürlich nicht offiziell ranzoomen. Zoom geht natürlich trotzdem digital bei 48 Megapixel.
Wechsel könnt ihr das ganz einfach machen, aber erst nachdem ihr das Bild geschossen habt. Funktioniert wunderbar hier beim P30 Lite und auch die Frontkamera, wie ihr sehen könnt, hat einen Beauty-Modus. Den mache ich zwar immer gerne aus, aber da könnt ihr ganz schön viel auswählen und auch hier rumprobieren. Also der erste Eindruck auf jeden Fall schon mal hier sehr gut für 360 Euro. Übrigens, wenn ihr das vorbestellt, erzähle ich euch jetzt schon mal, kriegt ihr FreeBuds Lite bis Ende April bei der Vorbestellung 2019 mit dazu in einem Wert von 130 Euro. Das ist gar nicht so schlecht, dann kostet das Gerät nämlich effektiv 250 Euro, wenn wir das so nehmen. Ich habe euch das Gerät seitlich noch gar nicht gezeigt. Wir haben zwar euch schon gezeigt, wie man die SIM-Karte reinschiebt, aber seitlich ist der An- und Ausschalter auf einer sehr angenehmen Höhe. Kommen wir viel leichter dran als bei Samsung oder bei anderen Konkurrenten aus Korea. Lautstärkeregler gleich darüber, auch wunderbar zum Foto auslösen. Und übrigens ein Kopfhöreranschluss ist auch hier mit dabei, denn ich habe noch gar nicht erzählt, was noch in der Verpackung drin ist. Und zwar sind Kopfhörer mit dabei, denn wir haben den 3,5 mm Kopfhöreranschluss hier unten. Einen Type-C-Anschluss, endlich mal bei einem Lite-Gerät. Heißt, wir können hier in beide Richtungen das Kabel einfach anstecken und benutzen. Der Lautsprecher ist auch unten drin, sowohl das Mikrofon und ansonsten ist immer noch über der 24 Megapixel Frontkamera auch ein Lautsprecher drin. Das heißt, beim Telefonieren könnt ihr auch hier wunderbar alles hören. Aber der Lautsprecher wird nicht für Stereo benutzt, sondern tatsächlich, wenn ihr etwa ein Musikvideo anschaut oder auch einfach nur ein YouTube-Video wie dieses hier, kommt der Sound nur unten raus. In der Verpackung ist keine Hülle mit dabei und wir haben einen Quick Charger mit drin mit 18 Wattstunden, heißt der 3360 mAh Akku wird in ungefähr anderthalb Stunden aufgeladen sein mit dem USB-C-Kabel und das war es auch schon vom Packungsinhalt hier beim P30 Lite. So, was müsst ihr noch wissen? Ich habe noch ein bisschen damit gezockt. Hier seht ihr PUBG ein bisschen, es läuft flüssig, es macht Spaß, denn wir haben auch hier den GPU Turbo 2 drin mit dem Kirin 710 Prozessor mit 8 Kernen mit 2,2 GHz 4x und 4x 1,7 GHz. Und dann haben wir auch noch hier einen AnTuTu-Wert, falls es euch interessiert. Ich finde den nicht ganz so spannend, aber auf jeden Fall ein ganz guter Wert hier für ein 300-Euro-Gerät. So, mein Fazit, erster Fazit ist, es macht Spaß, es sieht gut aus und ich würde es mir vielleicht nicht in diesem Blau, im Peacock-Blau holen, sondern in Weiß wegen den Fingerabdrücken, aber so ist es auf jeden Fall am ähnlichsten zu den Huawei P30 und P30 Pro Geräten, die es auch in einer ähnlichen Farbe zu kaufen gibt. Wenn ihr ein günstigeres oder ein ähnlich gutes Gerät wollt, vielleicht mit einem besseren Prozessor, auch von Huawei, gibt es das Honor View 20 mit auch der gleichen Kameralösung und einem schnelleren Prozessor drin für einen ähnlichen Preis. Schaut euch das View 20 auf jeden Fall mal an. Ich werde einen Vergleich machen mit dem P30 Lite und dem View 20 von Honor, denn ich finde beide Geräte sehr spannend und vor allem im Preisbereich sind sie ja sehr, sehr ähnlich mittlerweile. Also schaut euch das Video in nächster Zeit auch an. Das war es hier mit dem allerersten Unboxing und Eindruck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zu meinem nächsten Video. Hier auf TechVideo. Mein Name ist Balázs und tschüss.